Denkmal, dem sogenannten Kapuziner Wastl am Samstag in Bruneck, ließ noch heute in Südtirol die Wogen hochgehen. Für die Schützen hieß es aus der obersten Polizeistube in Bozen Nein zu einer Kundgebung. Zum Rechtsaußen der italienischen Politikszene, zu Donato Seppi, sagte der Quästor aber Ja zur Hinterlegung eines Blumengestecks. Die Schützen waren folgsam und hielten sich fern. Seppi marschierte mit einer Nationalistentruppe ungehindert hin zum Wastl. Für die Schützen und die deutschen Parteien im Land ist das reine Provokation. Alles spielte sich am Samstagvormittag kurz nach 11 Uhr vor dem sogenannten Kapuzinerwastl in Bruneck ab. Unitalia-Landtagsabgeordneter Donato Seppi mit Alpini-Hut und seine Anhänger legten einen Strauß Rosen vor dem für jeden anderen Bürger hermetisch abgesperrten Alpini-Denkmal ab. Dafür sollen sie eine offizielle Sondergenehmigung des Questors Piero Innocenti erhalten haben, auch wenn Seppi dies heute vor laufender Kamera nicht bestätigen wollte. Ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, warum ich auf die Frage, wer mir erlaubt hat, den abgesperrten Bereich zu betreten, eine Antwort geben sollte. Ich glaube auch, dass es im Grunde keine Erlaubnis dafür braucht, den Alpini Ehre zu erweisen. Der Questor selbst war heute für Journalisten nicht erreichbar. Piero Innocenti erklärte lediglich mittels Presseaussendung, dass er Donato Seppi als Privatperson die Erlaubnis erteilt habe, einen Blumenstrauß vor dem Alpini-Denkmal niederzulegen. Außerdem unterstreicht der Questor in der Aussendung, dass die Sperre auf dem Kapuzinerplatz erst ab 3 Uhr gegolten habe. Dass Seppi vom Verbot des Questors ausgenommen wurde, werten die Schützen als Provokation. Mit zweierlei Maß werde gemessen, war ihnen die gemeldete Kundgebung am Kapuzinerplatz doch verwehrt worden. Das ist eine Frechheit, denn uns hat man Nummern aufgedrängt, dass wir müssen die Nummern aufkleben, um ins Wachhaus zu gelangen. Und der Seppi geht rein, scheinbar mit polizeilicher Erlaubnis, geht er zum Denkmal zu und legt einen Kranz nieder. Also wir können das einfach nicht verstehen, dass man so da Unterschiede macht. Also uns verbietet man das und den Seppi erlaubt man das. Auch Bruneks Bürgermeister Christian Schurzenthaler zeigte sich zutiefst erbost und empört. Er sucht nun um eine Aussprache mit dem Questor, dass sich dieser nicht an die Abmachungen gehalten hätte. Auch kündigte er rechtliche Schritte gegen Donato Seppi an. Schließlich habe auch der Bürgermeister eine Verfügung erlassen, den Platz nicht zu betreten. Zumindest gegen diese Verfügung habe Seppi verstoßen. Für Landeshauptmann Luis Dürnwalder habe Questor Piero Innocenti seine Kompetenzen eindeutig überschritten. Er hat sie mehrmals überschritten. Erstens einmal bin ich der Meinung, dass eine so große Präsenz von Polizei nicht notwendig gewesen wäre. Das ist eher eine Provokation gewesen. Zum Zweiten, wenn schon, dann muss er alle gleich behandeln. Er kann nicht hergehen und kann sagen, diejenigen, die provozieren, indem sie Blumen niederlegen vor dem Soldaten, die können hingehen bis zum Denkmal. Hingegen die anderen, in diesem Fall die Schützen, dürfen nicht einmal den Platz überqueren. Ich meine, so geht es ja auch nicht. Der Landeshauptmann erklärte ebenso, er behalte sich das Recht vor, auf politischer Ebene in Rom diesbezüglich zu intervenieren. Das letzte Wort ist hier also noch lange nicht gesprochen.